Heute haben wir die Coin-Präsentation gehabt, beziehungsweise Vorstellung. Das Projekt Sui, interessantes Projekt, interessantes Projekt. Hätte ich mich so damit beschäftigt, dann hätte ich von vornherein, glaube ich, eher Sui als Aptos gekauft. Aber ich habe mich mit den neuen Projekten halt nicht tiefgründig beschäftigt. Ich habe geguckt, Aptos sah nach ziemlich schönen Hype aus, darum bin ich da reingegangen. Ich habe im Video heute gesagt gehabt, dass ich eventuell auch in Sui reininvestieren werde, aber dafür musste er erstmal einen schönen Dip hinlegen. So, wo er sich jetzt gerade befindet, würde ich ungern reininvestieren. All-Time-High-Bereiche, beziehungsweise die Preisbereiche, die er so beim Launch hatte, komplett gebrochen, nach oben gegangen. Hält sich jetzt oberhalb dieser Preisbereiche. Ich will da nicht einfach komisch reinformen, ne? Der muss schon signifikant runter korrigieren, damit ich da rein investiere. Sonst lasse ich die Finger erstmal davon. Wo ich gerne etwas stärker rein will, ist Render. Render, ich habe bei der 6-Dollar-Marke jetzt das erste Investment gehabt, wo wir leicht runter korrigiert sind. Jetzt hält er sich erstmal da bei der 10-Dollar-Marke, ne? BitTensor ähnlich. Ähnlich. Da würde ich auch gerne reingehen, weil ich langfristig einfach Zukunft sehe. Bei Algorand, Casper und Multiverse X erwarte ich eigentlich ziemlich starke Aufwärtsbewegungen. Vor allem bei Multiverse X und bei Casper, denke ich mir, werden wir starke Ausraster erleben. Und wenn nicht, ja, dann ist das so. Ich habe genug Projekte, die ausgerastet sind. Ja, heute hat zum Beispiel jemand kommentiert gehabt, hat sich bedankt, dass ich mal Smart Key erwähnt habe. S-Key ist der kleine kurze Ticker, Smart Key. Ein relativ gutes Projekt, also ist kein Shitcoin oder sonst irgendwas. Arbeiten auch, wenn ich mich nicht irre, auch mit BMW, wenn ich mich nicht irre, und einigen anderen Autoherstellern im Bereich Security und Gebäudemanagement und Sicherung auch. Auch Smart Contract fähig, und der hat jetzt in den letzten Tagen so einen schönen Ausraster endlich mal gemacht, nachdem er relativ lange hier unten konsolidiert ist. Ziemlich starken Bereich, den er hier angetestet hat, den ersten Makro-Resistance-Bereich hier oben. Und der hat geschrieben gehabt, einer hat kommentiert, danke, dass du das empfohlen hast. Ich habe ja damals gesagt gehabt, hier gehe ich spekulativ rein. Das ist ein sehr spekulatives Investment, weil es halt ein Small Cap Projekt ist. Der ist bei der Rangliste irgendwo bei der 1100 noch was. Und ja, der hat jetzt eine schöne, starke Bewegung nach oben gemacht, ne? Jetzt warten wir mal ab und schauen, wie stark der ausrasten kann in diesem Bullrun. Ich bin sehr, sehr gespannt. Drückt hier auf die Videobeschreibung, dann findet ihr hier diesen Bitpanda-Link. Ihr geht über unseren Link bei Bitpanda hier drauf, registriert euch, führt ein KYC durch und habt die Möglichkeit, an einer Exchange zu handeln oder an einem Broker zu handeln, der EU-reguliert ist, der über 12 Lizenzen EU-weit hat. Kryptowährung, Aktien, ETFs, Rohstoffe, Krypto Indizes und Edelmetalle könnt ihr handeln. Darum geht über unseren Link in der Videobeschreibung auf Bitpanda.